Der letzte Vortrag heute Abend kommt von Alexander Sander. Er hat Politik studiert, hat 3 Jahre in Brüssel gearbeitet, 4 Jahre die Geschäftsführung des Vereins Digitale Gesellschaft geleitet, hat in weiteren Positionen Erfahrung mit IT-Infrastruktur und Software im öffentlichen Dienst Erfahrung gesammelt und wird uns jetzt erzählen, warum das eine gute Idee sein könnte, diese tatsächlich auf offene und freie Software zu setzen, was für Sicherheitsvorteile man davon hat. Und damit lasst uns ihn begrüßen. Ja, hallo, vielen Dank. Schön mal wieder hier in der Seabase einen Vortrag zu halten, freut mich sehr. Auch wenn ich jetzt hier den letzten Vortrag habe, bis ihr dann hier in den geselligen Teil übergeht, hoffe ich, dass ich euch noch mit meinem Vortrag hier eine knappe Stunde lang durchaus unterhalten kann. Und ihr auch noch was mitnehmen könnt. Yay! Okay, Public Money, Public Code, wie freie Software für mehr Sicherheit sorgt. Wie gesagt, ich bin von der Free Software Foundation Europe. Vielleicht noch kurz zu uns. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir setzen uns für einen selbstbestimmten Umgang mit Technik ein, dass eben Nutzerinnen und Nutzer die Kontrolle über ihre Geräte haben, die Kontrolle über ihre Software haben. Und das, glauben wir, können wir eben nur durch den Einsatz von freier Software tun. Um das mal ein bisschen comichaft darzustellen, ich glaube, ihr kennt alle so ungefähr, wie so eine Atombombe in Amerika abgefeuert werden soll. Die große Frage ist allerdings, wie sieht das mit dem Red Button aus? Also wenn wir hier nicht verstehen, wie eben dieser Red Button konstruiert ist, wie der programmiert ist, dann kann uns da alles Mögliche erzählt werden. Und das ist eigentlich auch der Kern dieser ganzen Aussage, was jetzt in der nächsten Stunde kommt. Also wenn ihr das Comic versteht, dann ist eigentlich fast alles gesagt. Ja? Was ist eigentlich freie Software oder Open Source Software, Free and Open Source Software? Es gibt viele Begriffe dafür. Im Kern, worüber reden wir? Über 4 Grundfreiheiten, nämlich dass wir die Software verwenden können, verbreiten können, verstehen können und verbessern können. Was bedeutet das genau? Also wir können die Software für jeden Zweck nutzen, egal für was, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das ist die erste Freiheit. Wir können sie verbreiten, also wir können sie uneingeschränkt kopieren, weitergeben, verkaufen. Wir können damit eben auch Geld verdienen. Ja, also Free Software bedeutet nicht, dass es kostenlos sein muss, sondern vor allen Dingen, dass man es eben die Freiheit hat, in dem Fall eben weiterzugeben. Man kann damit sogar sehr, sehr viel Geld verdienen. Das dürfte eben spätestens nach dem Verkauf von Red Hat klar sein, dass das ein Milliardengeschäft ist, mit freier Software Geld zu verdienen. Man kann die Software verstehen, man kann also in den Code hineinschauen, man kann lesen, was da passiert. Man kann es also uneingeschränkt untersuchen. Und zu guter Letzt darf man die Software natürlich auch noch verbessern. Also das bedeutet, man darf weiterschreiben, man kann Probleme ausmerzen, man kann Sicherheitslücken beheben. Dooferweise bedeutet die Freiheit natürlich auch, dass man es schlechter machen kann und Sicherheitslücken reinbauen darf. Ja, das ist auch legal bei diesen 4 Freiheiten. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich, dass die Software natürlich erstmal verbessert wird und nicht verschlechtert wird, wie das doch auch ab und zu mal gemacht wird. Diese 4 Grundfreiheiten, ja, verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern, dann können wir von freier Software sprechen, Open Source Software, Free and Open Source Software und so weiter und so fort. Wenn wir davon reden, dass wir Nutzerinnen und Nutzern, Menschen einen selbstbestimmten Umgang mit Technik gewähren wollen, dann schließt das natürlich auch den Staat mit ein. Ja? Also der Staat ist auch ein Nutzer von Software, sogar ein sehr großer. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann werden so bis zu 27% des Umsatzes von Softwareunternehmen von Staaten generiert. Also wir sind ein relativ großer, oder der Staat ist ein relativ großer Akteur auf diesem Markt und gibt halt also wahnsinnig viel Geld für den Ankauf von Software aus. Gerne macht er das auch regelmäßig immer wieder für dieselbe Software. Also das bedeutet, er bezahlt entweder Lizenzgebühren nach Irland oder aber Verwaltung 1 kauft dieselbe Software wie Verwaltung 2 und beauftragt damit halt immer wieder denselben Hersteller. Das freut natürlich die Unternehmen, den Steuerzahler, uns jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und es gibt aber auch noch viele andere gute Gründe, jetzt mal abseits von Taxpayers Money, warum eben freie Software eingesetzt werden sollte. Und das ist eben das vertrauenswürdige System, über das wir hier reden, ja, was wir am Ende haben wollen. Also Verwaltungen wollen mit vertrauenswürdigen Systemen arbeiten, wir wollen mit vertrauenswürdigen Systemen arbeiten und öffentlichen Stellen müssen eben sicherstellen können, dass sie die vollständige Kontrolle über ihre Software haben. Und das ist natürlich nur beschränkt möglich, die vollständige Kontrolle über ihre Software zu haben, wenn man eben selber in den Code nicht reinschauen kann, wenn man den nicht modifizieren kann, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, diese Kontrolle zu haben. Ich denke, das haben wir spätestens durch
die Enthüllung von Edward Snowden mitgekriegt, was das für Probleme nach sich ziehen kann, wenn man eben diese Kontrolle über diese Systeme nicht hat. Also wir reden über dieses neue Buzzword, digitale Souveränität. Das haben ja jetzt doch die ein oder anderen Politiker an größerer Stelle immer mal wieder rausgehauen. Also wir wollen eine digitale Souveränität herstellen, ohne da irgendwie genauer zu erklären, was sich dahinter verbirgt. Aber wenn man das mal ein bisschen durchdenkt, dann kommt man eigentlich dabei raus, dass man hier eben freie Software einsetzen muss, um eben tatsächlich diese digitale Souveränität zu gewährleisten. Das haben auch Unternehmen mitgekriegt. Microsoft hat da relativ zügig, nachdem dieses Passwort verkündet wurde, hier auch in Berlin eine Veranstaltung dazu gemacht, um eben Administration, Verwaltung zu erklären, dass Microsoft für digitale Souveränität stehen würde. Das zweifeln wir zumindest in Teilen an. Eben immer da, wo es keine freie Software ist, die von Microsoft eingesetzt wird. Und von daher also ist zu erwarten, dass wir uns jetzt hier in den nächsten Jahren in Deutschland, aber auch in Europa, also auch in Europa wurde von der Leyen diese digitale Souveränität ausgelobt, werden wir uns also in den nächsten 4-5 Jahren, glaube ich, sehr, sehr intensiv über diesen Begriff hier streiten. Das ist insbesondere für Lobbyisten ein ganz interessantes Spielfeld, das Setzen von Begriffen. Unsere Aufgabe in dem Spiel ist es eben hier, digitale Souveränität mit freier Software zu verbinden. Und wie gesagt, grundsätzlich, also abseits von diesen ganzen Argumenten, es geht halt hier auch um den effizienten Einsatz von Taxpayers Money, also Steuergeldern, öffentliche Einrichtungen werden von Steuern finanziert, deswegen sollte eben dieser Code auch öffentlich sein. Nachdem wir uns das alles so ein bisschen überlegt haben und das auch relativ logisch fanden, haben wir dann vor jetzt knapp 2 Jahren eine Kampagne gestartet, die wir Public Money, Public Code nennen. Diese Kampagne wird von jetzt mittlerweile 28.000 Individualpersonen und fast 200 Organisationen unterstützt. Wir wollen eben, dass immer dann, wenn Verwaltungen, Staaten, Regierungen, wer auch immer, also alles, was staatlich finanziert wird mit Steuergeldern, dass dann immer, wenn Software entwickelt wird, diese unter eine freie Softwarelizenz gestellt wird. Das ist unser Ziel mit dieser Kampagne. Mittlerweile haben sich auch schon einige Verwaltungen dieser Kampagne angeschlossen, unterstützen diese Kampagne, unter anderem zum Beispiel die Stadt von Barcelona. Ein Parlament aus Spanien, Asturien hat sich dem Ganzen angeschlossen und die Samtgemeinde Elbmarsch in Deutschland ist auch dabei. So. Wir werden da aber noch natürlich versuchen, noch weitere Leute zu finden. Grundsätzlich, wie gesagt, also diese Kampagne läuft seit 1,5 Jahren, funktioniert ganz gut. Wir sind damit eben immer wieder mit Entscheidungsträgern in ganz Europa auf unterschiedlichen Leveln, also von der kommunalen Ebene bis hoch auf die EU-Ebene in Kontakt und versuchen hier eben Verwaltungen zu überzeugen, dass eben hier stückweise Schritt für Schritt auf freie Software umgestellt wird. Also wir wollen jetzt hier keine wahnsinnigen Migrationspläne irgendwie von einem Tag auf den anderen alles komplett auf freie Software umstellen, sondern immer dann, wenn etwas Neues entwickelt wird, dann soll es eben unter eine freie Softwarelizenz gestellt werden und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und im Optimalfall führt das dazu, jedenfalls dort, wo es schon eingesetzt wird, führt das dazu, dass regionale Anbieter mit einbezogen werden, also dass eben das, was an Lizenzgebühren jetzt nach Irland irgendwie fliegt, dann eher in die Region investiert wird, an regionale IT-Anbieter, die natürlich dann auch für ein gewisses Wirtschaftswachstum sorgen. Es führt dazu, dass man sehr unabhängige Administration hat, also man hat nicht mehr diesen Vendor-Login, also man hat nicht mehr diese Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter, zu dem man immer wieder hinlaufen muss, wenn man eben eine Veränderung an der Software braucht. Stattdessen ist eben die Möglichkeit, immer zu vielen Anbietern zu gehen und hier eben verschiedene Sachen lösen zu lassen. Und schlussendlich ist es natürlich auch ziemlich effizient, das Rad nicht jeden Tag immer wieder neu zu erfinden, sondern hier eben tatsächlich zusammenzuarbeiten. Wenn wir uns also hier auch nochmal vielleicht den proprietären Software gegenüberstellen, was das bedeutet, insbesondere für Verwaltungen, die eben von der kommunalen Ebene bis auf eine europäische Ebene immer miteinander irgendwie kommunizieren, ist es halt ziemlich blöd, wenn man jetzt hier keine offenen Standards hat, weil man dann eben keine Interoperabilität hat. Man hat eben diese Herstellerabhängigkeit. Es führt dazu, dass wir auch vor allen Dingen auf die Strecke mit unkalkulierbaren Kosten konfrontiert sind, was zum Beispiel eben Updates, Wartungen, künftige Lizenzgebühren und so weiter und so fort zu tun hat. Wir finden das alle nicht so cool. Es gehen halt wahnsinnig viele Investitionen verloren und dann haben wir eben diese Sicherheitsprobleme, auf die ich dann jetzt hier im weiteren Verlauf nochmal etwas konzentrierter eingehen werde. Auf der anderen Seite haben wir eben durch freie Software Interoperabilität durch offene Standards by default.
Wir sind unabhängig durch freie Lizenzen. Wir können an verschiedenen Projekten zusammenarbeiten. Also Gemeinde A kann mit Gemeinde B gleichen Bedarf zusammen befriedigen. Und wir haben halt wahnsinnig transparente Systeme. Es ist halt einfach vorgegeben, dass es transparent ist. Es ist ganz wunderbar. Und wie gesagt, wir können die lokalen Anbieter mit einbeziehen. Und wir haben halt einen nachvollziehbaren Code, was natürlich dann auch im Bereich Sicherheit durchaus einige Vorteile hat. Wir haben da auch so eine schöne Broschüre dazu zusammen gemacht. Also falls ihr mal irgendwann Kontakt mit einer Verwaltung haben solltet, könnt ihr bei uns auf die Webseite gehen. Die kann man auch bestellen, gibt es ausgedruckt. Könnt ihr den Leuten einfach mal so mitgeben. Ist tatsächlich sehr hilfreich. Und da haben wir auch nochmal aufgeschrieben, es gibt dann immer viele Argumente, warum jetzt zum Beispiel im Ausschreibewesen es angeblich nicht möglich wäre, irgendwie freie Software auszuschreiben. Das ist aber eben möglich und sowas zeigen wir eben in so einer Broschüre und geben Administration, Verwaltung konkrete Tipps, wie sie eben freie Software einsetzen können und wie sie diese Migration Schritt für Schritt durchführen. So, damit jetzt erstmal so genug zum, was ist freie Software, was ist Public Money, Public Code, gucken wir uns jetzt mal genauer an, was das für IT-Sicherheit bedeutet, inwiefern freie Software für Sicherheit sorgen kann. Also als erstes mal muss man natürlich sagen, so IT-Sicherheit ist jetzt nicht irgendwie ein Produkt und das wird man jetzt auch nicht mit freier Software irgendwie lösen können, sondern IT-Sicherheit ist halt ein Prozess. Ja? Also es ist halt, da gibt's halt sehr viele Dinge, die da im Bereich IT-Sicherheit mit einspielen und es geht jetzt da nicht nur einfach nur um den schnöden Code oder sowas und ob der jetzt transparent ist oder nicht, da gibt's ja wahnsinnig viele Faktoren und der Code selber ist eben ein Faktor und dann ist eben die Frage, wie dieser Code aussieht. Schauen wir da erstmal auf so allgemeine Dinge, die halt eben da passieren können. Also es ist zum Beispiel, wann wird so eine Software überhaupt veröffentlicht? Also da gibt es ja auch immer wieder so die Bestrebungen von dem einen oder anderen Unternehmen, möglichst schnell irgendwas zu veröffentlichen. Da wird dann vielleicht gar nicht so sehr darauf geachtet, dass man jetzt wirklich guten Code hat, sondern dass man erstmal schnell irgendwas auf den Markt wirft und dann halt dann in der Breite mal schaut, also sozusagen die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Sicherheitstester macht und dann mal guckt, was an welcher Stelle irgendwo was explodiert und das wird dann halt irgendwo gefixt. Dann darüber hinaus, ne, never underestimate a lazy coder, also wenn man jetzt nicht, sagen wir mal, freie Software programmiert, dann denkt man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja, da kann man vielleicht mal was anderes machen. Und dann auch aus einer Firmenphilosophie heraus, also ist Sicherheit überhaupt ein Thema für das Produkt, was man da auf den Markt wirft? Also wird das überhaupt mitgedacht oder versucht man jetzt hier eben erstmal irgendwas auf den Markt zu bringen, ohne überhaupt erstmal über das Thema Sicherheit nachzudenken, wenn man so die ein oder anderen IoT-Geräte halt auf dem Markt zum Beispiel gerade sieht, dann kann man davon ausgehen, dass das Thema Sicherheit auf jeden Fall keine große Rolle spielt. Dann haben wir es natürlich in den Systemen selber halt nochmal mit eben sehr individuellen Systemen zu tun. Also es gibt, glaube ich, relativ selten eben den Fall, dass halt ein System genauso aussieht wie das andere. Also jeder passt das eben nochmal ein bisschen individuell an. Dann gibt's halt auch sowas wie ein Patch-Day oder so. Also das bedeutet, wir haben halt eine Sicherheitslücke, dann dauert das nochmal ein paar Wochen, bis die dann halt geschlossen ist, dann wird er auch noch mal ein paar Wochen später, gibt es dann halt irgendwie so ein Patch-Day, wo dann gesagt wird, jetzt müsst ihr mal alle hier, zack, eure Updates da installieren. Das ist halt eben auch die Frage, ob sowas dann halt eben, also zumindest ein paar Tage lang kritisch werden kann. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie Social Engineering, also das ist jetzt wirklich so schlaglichtartig, also wo dann halt eben auch tatsächlich irgendwann ein Sicherheitskonzept, was aus reinem Code besteht, halt auch nicht mehr weiterkommt. Also, was ich damit sagen will, freie Software ist ein wichtiger Bestandteil von IT-Sicherheit. Das werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen konkreter ausführen. Aber es ist halt nicht der alleinige. Also so ein IT-Sicherheitskonzept besteht eben nicht nur am Ende des Tages aus der Software, sondern auch wird die halt regelmäßig geupdatet oder wie gesagt, wenn dann irgendwo USB-Sticks verteilt werden und die Leute fleißig die in ihre Rechner reinstecken, dann ist halt natürlich dann auch da irgendwann mal die Sicherheit begrenzt. Gut, was können wir mit freier Sicherheit, mit freier Software machen? Also wir haben eben diesen transparenten Code. Wir können halt so den Code untersuchen. Das bedeutet zunächst einmal, dass viele Menschen auf den Code auch draufschauen können. Also potenziell mal jeder. Das heißt aber nicht, dass das auch immer so gemacht wird. Ja? Also, aber die Möglichkeit besteht zumindest mal, dass man da hineinschauen kann. Und es gibt natürlich auch so einen gewissen sozialen Druck. Also wenn ich von Anfang an weiß, dass ich meinen Code der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen werde, dann
kann man davon ausgehen, dass die Leute sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe damit geben, selbigen eben zu produzieren, als wenn man das dann irgendwo versteckt behält und deswegen ja davon ausgehen kann, wird eh nie irgendjemand sehen, deswegen ist das jetzt nicht so wahnsinnig problematisch. Also man hört ja auch manchmal so von eben Firmen so, ja nee, also Code freigeben, das sieht so chaotisch aus, das wollen wir jetzt lieber nicht machen, deswegen ist das sicherlich ein Argument dafür, dass dann halt eben hier von Beginn an versucht wird, ordentlichen Code zu schreiben. Auf der anderen Seite, intransparenter Code habe ich das jetzt mal genannt, also so dieses Security to Obscurity, ne, wir verstecken da irgendwas und dann wird ja auch keiner irgendwie draufkommen, dass da jetzt irgendwo eine Sicherheitslücke ist, ist ja auch Unsinn, also es wurde ja auch nur mehr als genug widerlegt, dass man damit jetzt auch nicht wirklich weiterkommt und eigentlich ist das halt so ein Konzept, was halt eigentlich auch Sicherheit verhindert, ja, also wenn ich halt nicht drauf gucken kann auf den Code, dann kann ich halt den Verkäufer oder dem Hersteller halt dann eigentlich nur Vertrauen schenken, ja, ist halt auch jetzt also ein bisschen merkwürdiges Konzept dann halt eben und ja, also von daher so ein transparenter Code ist halt schon einfach deutlich einfacher zu analysieren, was jetzt natürlich nicht heißt, dass man nicht auch Sicherheitslücken finden kann, wie man ja eben schon oft gesehen hat bei intransparentem Code. Wie hilft jetzt eben freie Software, um tatsächlich für mehr Sicherheit zu sorgen? Also zum einen haben wir eben die Möglichkeit, das von Dritten untersuchen zu lassen. Also das können wir jetzt hier sein, das können aber auch, was besonders interessant ist, eben einfach die Konkurrenz des Unternehmens sein. Ja, also man kann eben dann dadurch einfach, dass es verschiedene Anbieter auf dem Markt gibt, die ungefähr ähnliche Produkte anbieten, davon ausgehen, dass die bei ihren Mitbewerbern dann durchaus auch mal da reinschauen, wie die bestimmte Dinge lösen und ob es da gegebenenfalls zum Beispiel Sicherheitslücken gibt oder andere Probleme. Ein sehr entscheidender Punkt, wir haben eben diese Vendor-Logins nicht. Also das bedeutet, wenn wir irgendwo eine Sicherheitslücke finden, dann müssen wir jetzt nicht zu dem Anbieter laufen, der uns da irgendwann mal so eine proprietäre Software verkauft hat und den anbetteln, dass er diese Sicherheitslücke schließt. Nein, wir können das entweder selber lösen oder aber wir können auch da wieder zu einem dritten Anbieter gehen und können sagen, hier, wir haben hier eine Sicherheitslücke, schließ sie doch mal bitte. Also das ist einfach ein riesengroßer Vorteil, dass man hier eben tatsächlich Wettbewerb dann auch nach dem Kauf einer Software eben noch hat und hier eben es die Möglichkeit gibt, diese Sicherheitslücken auch nochmal eben auf dem Markt schließen zu lassen oder tatsächlich eben auch von der Community. Das ist auch ganz interessant. Wir können eben auch sowas wie Hackathons machen. Wir können Bugbounty-Programme machen. Das ist insofern ganz interessant. Die EU-Kommission macht das schon. Die EU-Kommission hat das FOSSA-Projekt und beziehungsweise in der Folge das FOSSA-2-Projekt auf den Weg gebracht, wo sie für freie Software, die eben in Bereichen der Verwaltung der EU-Kommission verstärkt eingesetzt wird, nach Bugs gesucht haben und haben eben dafür einen Hackathon veranstaltet und haben eben auch so ein Bug-Bounty-Programm auf den Weg gebracht. Also es ist möglich, dass Staaten, dass Verwaltungen, dass Regierungen eben tatsächlich auch selber solche Maßnahmen unternehmen, um ihre eigene Software, die sie dann halt eben einsetzen, auch sicherer zu machen. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, dass es hier eben auch vor allen Dingen die EU-Kommission uns auf höchster Ebene zeigt, dass da, wo ein Wille ist, dass es eben tatsächlich auch funktioniert, sowas auf den Weg zu bringen. Und wenn man eben eine gewillte Verwaltung hat, dann kann man eben auch sowas durchführen und machen. Und wie gesagt, dadurch, dass das Projekt auch in die zweite Runde gegangen ist, kann man eben auch durchaus davon ausgehen, dass es recht erfolgreich ist. Jetzt versuchen wir es gerade in die dritte Runde zu bringen. Ist immer so ein, auch wieder ein Verwaltungsakt, aber nun gut. Dann haben wir aber auch natürlich ein paar Probleme damit. Also das ist jetzt halt nicht so, dass wenn wir jetzt, wie gesagt, freie Software einsetzen, dann alle Probleme gelöst wären. Es gibt natürlich auch auf der anderen Seite da wieder so ein bisschen ein Verantwortungsproblem. Also wenn man jetzt zum Beispiel eben so ein freies Softwareprojekt hat, das stellt man dann irgendwo auf GitLab oder so und dann dreht man dem Ganzen den Rücken und verschwindet, ja, dann ist die Frage, wer kümmert sich danach um zum Beispiel so eine Sicherheitslücke? Also wer fixt die? Wer geht dann da los und vor allen Dingen, wer hat die Verantwortung für dieses ganze Ding halt in irgendeiner Weise? So, und wie lange ist diese Verantwortung da? Wir hatten vorhin hier auf dem Panel auch kurz die Diskussion zum Thema Haftung. Ja? Also wenn wir eben dahergehen und jetzt einfach mal so rigoros sagen, ja, müssen alle Hersteller jetzt müssen immer haften für irgendwelche Sicherheitslücken. Was machen wir denn dann mit so kleinen freien Softwareprojekten? Müssen die dann auch auf einmal haften? Müssen die den IT-Security-Team noch mit anstellen, wenn sie irgendwie was Lustiges mal zusammengeklöppelt haben? Also das sind alles so Sachen, die man sich halt bei solchen Projekten auch fragen muss. Bei Firmen, die natürlich sowas anbieten, also die im kommerziellen Bereich sind, kann man die Frage, glaube ich, relativ zügig beantworten. Wenn wir eben aus dem nicht kommerziellen Bereich heraustreten, dann wird es da durchaus schon ein bisschen schwieriger, tatsächlich diese Fragen alle in irgendeiner Art und Weise sinnvoll zu klären.
Darüber hinaus ist natürlich auch die Frage der Kommunikation. Ne? Also wenn ich jetzt so eine Sicherheitslücke gefunden habe und die dann vielleicht auch noch in irgendeiner Art und Weise gepatcht habe, wo kommuniziere ich denn das hin? So, also ich habe ja jetzt nicht irgendwie so meine Kundendatenbank, ja, von meinen freien Software-Download-Freunden und schreibe denen dann allen eine E-Mail und sage, hey, hier übrigens eine Sicherheitslücke. Ja, also das wird dann halt meist irgendwie auf Twitter gemacht oder vielleicht auf der Projektwebseite. Aber also wer guckt jetzt halt nach all seiner Software, die er hat, irgendwie auf Twitter, ob da irgendwo eine Sicherheitslücke ist. Ja, also das ist natürlich auch immer noch mal so ein Problem, dass die Kommunikation halt ein bisschen asynchron laufen kann und dass hier dann halt auch durchaus, obwohl vielleicht eben ein Patch da ist, das dann aber eben auch nicht irgendwie eingefügt wird, weil die Kommunikation halt unterwegs ein bisschen schiefgelaufen ist, beziehungsweise weil man die Leute einfach schlussendlich nicht erreicht hat. Wie gesagt, das vor allen Dingen im nicht kommerziellen Bereich sind das große Fragen. Im kommerziellen Bereich sind wir da doch ein bisschen anders aufgestellt. Darüber hinaus ist natürlich auch, insbesondere wenn es um freie Software geht, die Frage, wie gehen wir mit externen Bibliotheken um? Wie gehen wir mit externen Code um? Also es ist ja jetzt selten der Fall, dass dann halt, wenn man jetzt sein Programm zusammenschreibt und dann nimmt man ein bisschen externen Code dazu, dass man den dann auch nochmal nach Sicherheitslücken überprüft, weil das haben ja andere schon gemacht. Ja? Also deswegen wird das dann einfach mit eingebunden und vielleicht findet sich aber genau an dieser Stelle dann eben so eine Sicherheitslücke. Also das ist halt eben auch ein bisschen problematisch und was passiert eben auch, wenn wir bei Projekten gemeinsam zusammenarbeiten. Also das sind alles so Fragen, die dann halt eben auch mit auftreten, die man mit auf dem Schirm haben muss. Es gibt da schon Bemühungen, zum Beispiel auf GitHub zu sagen, okay, du hast jetzt hier eine externe Bibliothek eingebunden, die bei der sind Sicherheitslücken bekannt, dann gibt es da so eine automatische Nachricht. Ja, das ist mal ein Schritt, ja, aber also man wird das Problem jetzt halt wahrscheinlich schwer irgendwie hundertprozentig lösen können. So. Also man sollte das auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mit im Hinterkopf haben und sich darüber bewusst sein, dass wir eben insbesondere dann, wenn externer Code, externe Bibliotheken mit einbezogen werden, dass da auch Probleme entstehen können, wie auch in der Vergangenheit schon gesehen wurde. So, und jetzt kommt der absolute Knaller. Dann haben wir natürlich noch die Hardware. So, also das ist halt auch was die Software jetzt nur begrenzt lösen kann. Also wenn wir halt eben so einen Überwachungschip irgendwo drin haben in unserer Software, dann ist das halt so, da kann die Software jetzt auch nicht mehr viel tun. Und dann haben wir halt auch noch den User. So, das ist halt auch irgendwie schwierig manchmal mit den Leuten. Das sind halt die dann auch irgendwie die Software auch irgendwie updaten müssen, die nochmal ganz andere Befindlichkeiten haben, die irgendwie vielleicht auch mal einen USB-Stick irgendwo reinstecken oder weiß der Geier was. Also, ne, ich will sagen, also es ist einfach ein riesengroßes komplexes Thema, wenn wir hier eben über IT-Sicherheit reden. Freie Software kann helfen und hilft auch, bestimmte Sicherheitsprobleme zu lösen, aber es ist natürlich jetzt nicht die einzige Lösung, um irgendwie zur IT-Sicherheit zu kommen. Es ist vor allen Dingen eine Lösung für Staaten und Regierungen, weil wir eben als Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen auch einen Anspruch auf Transparenz haben. Also ich möchte schon gerne wissen, wie ich verwaltet werde von irgendeiner Software. Wenn irgendwelche Algorithmen irgendwelche Entscheidungen über mich treffen, die mein Leben betreffen, dann möchte ich da auch gerne wissen, wie das irgendwie zusammengeschustert ist. Das ist so ein bisschen wie, wenn also dieses Code is Law, also wenn es ein Gesetz gibt, was mir irgendwie vorschreibt, was ich zu tun und zu lassen habe, dann möchte ich das gerne auch irgendwie ein bisschen lesen können und verstehen können, was da passiert. So ähnlich ist das auch bei der Software. Was dann Firmen machen, ist dann halt auch nochmal ihre Sache. Ich glaube, Unternehmen sind auch ganz gut beraten, auf freie Software umzustellen. Aber bei einer Regierung, bei einer Administration, bei einer Verwaltung haben wir eben als Bürgerinnen und Bürger auch den Auftrag, uns an diese zu wenden und sie davon zu überzeugen, auf freie Software umzusteigen, weil es eben auch in unserem Sinne ist, hier eben entsprechende Transparenz zu haben. So. Wir reden natürlich über dieses Thema jetzt hier nicht nur in der Seabase, wir versuchen ja auch das wirklich weit eben in der Gegend rumzutragen, mit Verwaltungen direkt in Kontakt zu treten. Deswegen möchte ich euch mal hier noch eine kleine Veranstaltungsankündigung mit auf den Weg geben. Wenn ihr am 4. Mai hier wieder in Berlin sein solltet, seid ihr herzlich eingeladen, auch unter dem Stichwort digitale Souveränität, unsere Veranstaltung hier beizuwohnen in der Kalkschöne. Es geht um Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und wir wollen vor allen Dingen da eben so ein paar Best-Practice-Beispiele zeigen, also wo in Verwaltung schon erfolgreich freie Software eingesetzt wird und auf der anderen Seite eben auch Unternehmen zeigen, die das erfolgreich machen und
also der Hintergrund dabei ist, dass immer wenn ich mit Unternehmen rede, dann sagen die, es gibt keine Verwaltung, die irgendwie freie Software einsetzen wollen. Wenn ich mit Unternehmen rede, dann sagen die immer, ja, wir haben keinen Kontakt zur Verwaltung, also wir wollen die Leute da mal so ein bisschen zusammenbringen. Und ich denke, gerade jetzt auch nach dem CDU-Parteitagsbeschluss ist das, glaube ich, so haben wir einen ganz guten Drive, da auch tatsächlich erfolgreich zu sein und das irgendwie in eine sinnvolle Richtung zu lenken. Also kommt zahlreich und kämpft und streitet für freie Software, wann immer ihr mit Administration in Kontakt kommt. Und dann können wir hier auch dann schon in den Fragenteil übergehen. Das soll auch nicht mehr so lang machen, weil Bier und so. Herzlichen Dank, Alexander. Dann, wer hat Fragen, möchte bitte die Hand heben, dann komme ich mit dem Mikrofon herum. Nicht alle auf einmal. Ah, da hinten. Ja, was ich halt feststelle in Verwaltungen ist häufig genug, dass, ich sag mal, spezifische Software viel aus Microsoft Office mit Visual Basic zusammengestrickt ist, aber dann natürlich, weil es schon etablierte Software ist, einmal den Bonus hat, was andere Länder oder Kommunen eingesetzt haben. Da ist ja schon Verantwortung von den anderen Kommunen übernommen worden und deshalb haben wir keine Verantwortung mehr, wenn da irgendwas schief geht, dann müssen wir uns der Software anpassen. Das andere ist natürlich, so etwas zu nutzen, selbst wenn es dann eine Lizenzzahlung beinhaltet, ist vermute ich mal günstiger als das komplette Toolset neu zu entwickeln, weil das alte halt schon aus den 90ern immer noch da ist. Ja, also das mag natürlich kurzfristig sicherlich billiger sein, irgendwie die nächste Lizenz zu kaufen, anstatt irgendwie ein sehr komplexes System mal irgendwie auseinander zu frickeln und zu sagen, ja, was brauchen wir denn davon überhaupt und entspricht das überhaupt unserem Bedarf? Also, dass hier Software am Bedarf vorbeigekauft wird, diese Situation hat man, glaube ich, relativ oft. Mittel- bis langfristig ist natürlich völlig idiotisch und wird halt natürlich auf gar keinen Fall irgendwie dazu führen, dass man damit Kosten einspart. Und deswegen versuchen wir auch, und das versuchen vor allen Dingen Städte, also größere Städte, versuchen das hier eben tatsächlich zusammenzuarbeiten. Also, dass man hier eben Kosten und Entwicklung teilt, dass man hier zum einen das einkauft, zum anderen das aber auch wirklich selber mit seinen eigenen IT-Abteilungen auf den Weg bringt. Und es gibt da so ein ganz nettes Netzwerk so aus Barcelona, Paris, Amsterdam, Berlin ist mit dabei, Helsinki. Das sind eben so ein paar Hauptstädte in Europa, die sich da zusammengetan haben und die da schon sehr in diese Richtung gehen. Okay, wir haben als Verwaltung irgendwie immer wieder ungefähr den gleichen Bedarf. Also auch wenn unsere Gesetze vielleicht ein bisschen anders sind, aber irgendwie die Verwaltung an sich, die läuft halt in Italien jetzt nicht so wahnsinnig viel anders als in Finnland. Ja, also es sind halt Menschen, die müssen ja irgendwie verwaltet werden. Und es gibt halt Straßen und es gibt halt Parks und sowas. Also, ne, der Bedarf ist ungefähr immer wieder der gleiche. Und deswegen macht es eben durchaus Sinn, dass hier eben Verwaltungen auch zusammenarbeiten. Und so wird man also zumindest mittel- bis langfristig auf jeden Fall Geld sparen. Und das ist natürlich dann hier eben auch tatsächlich die Frage, wie können wir dann die Administration davon überzeugen, dass das halt der nachhaltigere Weg ist. Darüber hinaus ist es auch so, dass es einfach auch wahnsinnig viele Anwendungen gibt, die einfach da sind, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel neu irgendwas tatsächlich machen muss. Also von daher, ja, ist es irgendwie so ein bisschen in die Richtung gegangen? Habe ich das so aufgegriffen, was du da... Na? Nicht so richtig? Also vielleicht eine Nachfrage oder so? Noch mal eine Rückfrage? Dann Kopfschütteln? Ja. Gut. Wir haben gut 10 Minuten Zeit. Ich habe schon 3 Handzeichen gesehen. Von daher können wir die, glaube ich, auch gut abarbeiten. Dennoch bitte kurze und präzise gestellte Fragen. Wir sehen im Open-Source-Bereich, dass der komplett unterfinanziert ist. Manche Open-Source-Projekte müssen sich an irgendwelche komischen Unternehmenskonstruktionen ranhängen, um sich selber zu finanzieren. Die scheitern dann kommerziell.
Wir kennen zum Beispiel einen Heartbleed-Bug von OpenSSL, die keine richtige Finanzierungsquelle hatten, sondern nur spendenfinanziert sind, aber eine zentrale Infrastruktur waren. Und haben wir es nicht langsam damit zu tun, dass Open Source, aber auch sowas wie eine Wikipedia beispielsweise, zu einer öffentlichen digitalen Infrastruktur geworden sind und deren Finanzierung müsste eigentlich dem Staat obliegen? Ob dann sozusagen der Gedanke von Public Money, Public Code nicht weitergedacht werden müsste, dass bestimmte Infrastruktur staatlich gefördert wird? Ich hoffe, dass jeder Bundestagsabgeordnete Wikipedia benutzt. Ja, warum? Und das ist sozusagen auch Teil der modernen Bildung. Warum wird vom BMBF beispielsweise nicht die Wikipedia mitfinanziert? Gibt es dazu Stoßrichtungen irgendwie, wie sozusagen so eine Finanzierung solch einer Open Source oder Informations Plattform oder keine Ahnung, wie man das bezeichnen könnte, ne? Sozusagen diese Communities aussehen könnte? Jein. Also ich hatte eben schon das FOSSA-Projekt angesprochen, das ist natürlich ein Witz finanziell, ne, wenn man das sieht, aber das ist halt genau das, was wir halt nehmen, um andere davon zu überzeugen, mehr davon zu machen. Ja? Also, oder eben, dass es ein FOSSA-3-Projekt gibt, ja, also dass sowas fortgeführt wird. Wir haben sowas wie den Prototype Fund in Deutschland, der halt so eine Anschubfinanzierung macht. Da versuchen wir natürlich auch irgendwie, dass das über eine Anschubfinanzierung hinausgeht, dass wir hier also gerade erfolgreiche Projekte auch nachhaltig mitfinanzieren. Also vor allen Dingen die OKFN, die dafür streitet, aber wir eben auch, wenn wir die Möglichkeit haben, da mit den Ministerien zu sprechen. Also es gibt solche Projekte, sowas findet statt. Das ist natürlich alles noch, also so ein ganz, ganz, ganz zartes Pflänzchen, was wir da sehen. Aber das sind natürlich die Beispiele, die wir nehmen, um dann halt weitere Verwaltungen zu überzeugen. Und wie gesagt, also ich im Vergleich zu, sagen wir mal, wo wir vor 10 Jahren waren, haben wir uns da, glaube ich, schon ganz gut entwickelt in den letzten Jahren und sehen einfach, dass da halt eben auch seitens der Verwaltung ein gewisses Verständnis da ist und dass da halt auch versucht wird, ein bisschen mehr zu machen. Aber also wir sehen das, dafür streiten wir und das ist genau unsere Agenda, die wir damit haben. Ja. Ich sitze im Prototype Fund, den du gerade angesprochen hast. Und das Problem ist, dass es halt so viele Projekteinträge gibt für Infrastruktur, die länger betrieben werden müsste und die aber nicht vom Prototype Fund finanziert werden können. Deswegen, ob es sozusagen staatliche oder auch europäische Institutionen gibt, die sowas fördern langfristig, über Jahrzehnte hinweg einfach, ne? Also es wäre schön, wenn wir sowas haben. Wie gesagt, es wäre gut, wenn wir sowas verstetigen könnten. Geben tut sowas noch nicht. Gut, danke schön. Dann eine Frage von hier hinten. Also ich höre mal dieses Argument mit dem Verantwortung übernehmen. Was ist genau die Verantwortung, die da übernommen wird, wenn es nicht Open Source Software ist? Weil ich habe zum Beispiel von keiner Firma gehört, dass sie irgendwie Geld für WannaCry-Ransom-Angriffe bezahlt hat, weil sie die Sicherheitslücke nicht früh genug gepatcht haben. Ja, aber also bei Verantwortung geht es darum, also wenn ich jetzt, wenn mein Office-Paket mir irgendwie um die Ohren fliegt, dann weiß ich ja ziemlich genau, zu wem ich hingehen kann und dem sagen kann, du bist halt dran schuld. Ja? Und das ist halt bei dem einen oder anderen Open-Source-Projekt vielleicht nicht ganz so einfach, da eben zu sagen, du bist schuld. Was auch immer das dann halt eben in der Konsequenz bedeutet. Also das meine ich einfach damit, dass es halt manchmal nicht so ganz klar ist, rauszufinden, wer jetzt wie wo. Also eben insbesondere dann, wenn wir im nicht kommerziellen Bereich sind, ist das halt einfach was anderes. Und deswegen kann man auch nicht einfach dahergehen und kann sagen, wir ziehen jetzt irgendeine Haftung über alles drüber. Also das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte, dass es halt eben manchmal Bereiche gibt, die eben insbesondere im nicht kommerziellen Bereich liegen, wo es dann schwierig ist, halt irgendwie jemanden dafür verantwortlich zu machen. Also ist jetzt zum Beispiel ziemlich schwer halt, weil wir gerade das Heartbleed-Beispiel hatten, den zwei da zu sagen, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass Banken eure Software einfach nutzen, völlig ungeprüft und da finde ich es halt schwer, den zwei die Verantwortung einfach zu geben. Also da würde ich halt eher dann sagen, ja, also wenn ihr als Bank sowas einsetzt, dann solltet ihr vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Geld da drauf schmeißen und gucken, dass das halt gut läuft. Also so in die Richtung ging die Argumentation. Frage beantwortet? Ungefähr. Also ich sehe, dass es da dann jemanden gibt, auf den man zeigen kann, aber ich sehe halt nicht, dass die Person, auf die man zeigen kann, dann irgendwas macht. Deswegen fällt für mich die Argumentation dann so ein bisschen zusammen. Also ja. Naja, aber wenn wir hier über Haftung reden, dann hat das halt schon ziemlich konkrete Konsequenzen so. Also und das ist natürlich, dann wird das schnell sehr problematisch, wenn irgendwie alle sagen, ja, dann können wir ja eine Haftung hier einführen, weil es hat halt irgendwie kein Gegenargument. So. Dankeschön. Nächste Frage gleich hier. Ich wollte zu dem Punkt mit dem GitHub-Projekt, was dann irgendwie mal zugemacht wird, im Prinzip sagen, dass
Ich sehe auf Arbeit zum Beispiel, dass man irgendwie eine lange Liste von Dependencies hat, die irgendwie in dem Projekt benutzt werden. Und dass in dem Moment, wo man sich entscheidet, irgendwas als Dependencies zu nutzen, man im Prinzip damit auch sich automatisch anmeldet dafür, regelmäßig zu gucken, wie gut es diesem Projekt geht. Weil also wenn man sich einerseits freut, okay, da haben andere Leute die Arbeit schon für uns gemacht, dann nutzen wir das, dann kauft man automatisch auch das Risiko, dass man gucken muss, wann ist der Zeitpunkt von diesem Ding wieder runterzukommen. Und wenn dann also in Python gab es zum Beispiel, ich glaube, PyCrypto hieß es, da gibt es so ein Ding, inzwischen gibt es da irgendwie dieses Crypto-Dom, wo sozusagen Leute das übernommen haben oder also quasi das tote Pferd nochmal neu machen, aber es gibt immer noch Projekte, die dieses alte Ding benutzen und da müssen dann auch die Leute, die irgendwann mal angefangen haben, PyCrypto zu nutzen, gucken, ob es diesem Projekt noch runtergeht und wenn niemand mehr, also das Ding ist verwahrlost oder also wird nicht mehr maintained und auch Backports werden dann nicht mehr eingepflegt und wenn man da immer noch drauf sitzt, dann ist man so ein bisschen auch selbst schuld, dass man davon noch nicht runtergekommen ist, weil man halt nicht 20 Dependencies haben kann und irgendwie denkt, dass man nicht wenigstens gucken muss, wie gut es denen geht. Ja, das ist schön, wenn das bei euch so läuft. Wäre gut, wenn es überall so ist, würde ich mal so sagen. So, ich bin auf dem Weg in die erste Reihe. Also das Problem ist ziemlich komplex. Zum einen sind die Communities gar nicht darauf vorbereitet, die Verantwortung zu übernehmen. Also gerade Python bei PyPI, die haben einen Maintainer, der wirklich bezahlt wird. Wir sind gerade hier mit einem im Horizon 2020 oder Fasten 2020 Projekt dabei, zum Beispiel in PIP einen CVE-Scan mit einzubauen, dass du einfach sagst, PIP, gib mir die CVE-Liste der Pakete, die ich gerade einsetze. Das ist nicht trivial. Das muss passieren. Es gibt Tools dafür, aber das ist nicht in PIP integriert und das muss für alle Programmiersprachen durchgezogen werden. Also das muss für Ruby, Go, Java hat es alle durchgezogen werden. Dann wird gerade in Gaia X ein Stack aufgesetzt, wo im Wesentlichen also der Rafael de Laguna mit Open Exchange dabei ist, aber auch Frank Kalicek mit Nextcloud, wo für die Verwaltung eigentlich ein relevanter Stack von Basissoftware zusammengestellt wird, den die einfach benutzen können. Es gibt jetzt den ersten Architekturentwurf von Gaia X und der ist komplett Open Source. Der ist noch nicht öffentlich, aber das ist schon mal ein guter Anfang. Das heißt, an der Stelle muss einiges passieren. Was ein Hauptproblem ist, ist, dass gerade in die kleineren Unternehmen, die Open Source machen, Geld fließen muss. Also Red Hat, wenn Red Hat sich entschließt, ein Projekt zu unterstützen, schmeißen die da 5 Entwickler drauf. Das ist für die Kleinen relativ schwierig. Das heißt, es muss ein Standard werden, dass wir auch sagen wir mal, Geldflüsse in die Communities organisieren. Es ist genauso wenig, wie es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren. Es ist auch nicht möglich, nicht zu wirtschaften. Und einige Communities sind so business-unerfahren, dass sie das einfach noch nicht begriffen haben. Aber es muss passieren. Das wird gerade an verschiedenen Stellen eingerichtet. Und das muss einfach durchgezogen werden. Also ja, bin ich ganz bei dir. Und es ist tatsächlich heute einfacher, Venture-Capital-getriebene Unternehmen aus dem Silicon Valley dazu zu bringen, Sachen als Open Source zu veröffentlichen, als eine Behörde dazu zu bringen, Open Source einzusetzen. Mit beidem habe ich Erfahrung. Gut, weitere offene Fragen? Ja. Was die Zusammenarbeit von Open Source mit Startups angeht, es gibt eine relativ interessante Entwicklung. Ich mache strategische Beratung für Startups im Technologiebereich. Venture Capital Firmen mittlerweile im Rahmen von Liability Testing erwarten, dass eine Code Governance aus Open Source vorliegt, um sicher zu sein, dass der Code, der da eingesetzt wird, auch ein belastbares Unternehmen ist, was tatsächlich anfängt, dafür zu sorgen, dass Open Source Einsatz da auch strukturierter verfolgt wird, weil die wirklich auf ihre Lizenzen achten müssen. Wenn
die nämlich ihre Codebase dann ihrem VC zum Screening vorlegen und dabei rauskommt, dass irgendwelche Bibliotheken benutzt werden, die jetzt nicht ganz so Open Source sind, wie man es gerne gehabt hätte, dann fallen deswegen auch mal eben 6- bis 7-stellige Finanzierungsrunden flach. Also da helfen die Lizenzen, die wir jetzt haben, wirklich weiter. Also wenn ihr wollt, dass Leute das benutzen, dann packt doch bitte die Lizenzen ran. Ja, hört sich gut an, ja. Also, ja. Ja. Sonst noch Fragen? Ich sehe keine weiteren Hände. Dann können wir den Vortrag hiermit schließen. Herzlichen Dank, Alexander. Applaus